Und damit herzlich willkommen zum Finale in Anführungsstrichen. Es hat sich gerade herauskristallisiert, dass hier geteamt wurde. Das bedeutet, dass zwei User miteinander ein Team gemacht haben und sich halt immer besprochen haben, also immer das Wort vorgesagt haben. Und jetzt ist halt schwierig, was wird entschieden? Das muss der Basti jetzt gerade entscheiden. Aber ich habe es auch teilweise beobachtet, dass direkt nachdem einer von den beiden, also Asmir Begovic und Feng Mirnes, nachdem einer von denen weitergekommen ist, ist der andere auch direkt weitergekommen. Das kann eigentlich nur vorgesagt sein. Aber man muss es natürlich auch nüchtern betrachten und einfach sagen, dass es vielleicht auch Zufall sein kann, aber ich glaube auch, dass dies nicht ganz korrekt ist. Also schon ein kleiner Skandal hier in diesem Turnier. Jetzt ist halt die Entscheidung. Werden sie jetzt fürs komplette Turnier disqualifiziert? Das bedeutet komplett Olympia oder nur für dieses Spiel? Das ist jetzt die Frage. Weil es kann sein, dass es gleich kein Finale mehr gibt und die Entscheidung jetzt schon gefallen ist. Aber ich möchte noch nichts voraussagen. Wir werden jetzt die nächsten 10 Minuten sehen, was passiert. Anscheinend geht es weiter. Anscheinend geht es doch weiter. Wir werden jetzt mal die beiden beobachten. Hier der farbige Feng Mirnes und der neben ihm Asmir Begovic. Das werden wir jetzt hier mal nachschauen, ob einer von den beiden, wenn einer von den beiden weiterkommt, ob der andere auch direkt nachfolgt. So, und jetzt ist schon mal eine im Finale. Warning ist im Finale genauso wie Tony T. Also die sind schon mal im Halbfinale. Und werden auf jeden Fall um Medaillen spielen. Wer jetzt von den beiden weiterkommt, ist die Frage. Alles schwierig durchzublicken. Ich sag mal so, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es im Halbfinale endlich losgeht. Bis gleich. So, jetzt haben wir unseren drei Halbfinalisten mit Tony T, mit Asmir Begovic und mit Warning. Jetzt ist halt die Entscheidung, wer kommt ins Finale und wer nicht. Jetzt kann man nichts mehr vorsagen und so weiter. Es sei denn, irgendeiner von denen macht Team. Alles bisschen komisch gerade. Dazu kann ich jetzt auch schlecht was sagen, was hier geschrieben wird und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Halbfinale Thema Automarke. Jetzt ist halt die Frage, wer kommt ins Finale? Tony T ist auf jeden Fall schon mal im Finale. Das ist schon mal eine sehr coole Sache für ihn. Jetzt ist die Frage, kommt Marokko ins Finale schon wieder? Nein. Warning ist weiter. Das heißt, die beiden spielen jetzt das Finale aus. Und Asmir Begovic bekommt Bronze.
Jetzt kommt wahrscheinlich das Entscheidende. Wer holt sich Gold in EDW? Errate das Wort. Jetzt wird spannend. Und Finale geht bis 5. Und das nächste Thema ist Land in Asien. Bis 5 geht schon relativ lange, aber wir versuchen das alles hier reinzubekommen ins Video. Wenn das nicht klappt, muss ich noch ein drittes machen. Eins null für Tony T. Das nächste Thema ist Handymarke. Mal schauen, ob Tony T. Oh, er holt sich den zweiten Punkt. Kann Tony T jetzt das 3 zu 0 machen? Und zwar ist das nächste Thema europäische Hauptstadt. Vielleicht kommt er damit durch, wer weiß es. Oder kommt jetzt das 2 zu 1? Der Anschlusstreffer. Das ist jetzt die Frage hier. Keiner kommt darauf. Interessant auf jeden Fall. Kann ja nicht so schwierig sein. Aber ist es anscheinend. Eieiei, das kann noch lange dauern, wenn das bis 5 geht. Und das 3 zu 0. Und das nächste ist gefallen, der nächste Punkt ist gefallen. Es ging so schnell, ich habe Pause gemacht und dann direkt war das Thema Bundesländer und der gute alte Toni T. holt sich diesen Punkt. Also 4 zu 0. Und jetzt heißt es Action, Action, Action. Der letzte Punkt. Und das nächste Thema ist Olympische Disziplin von Rio 2016. Wird Toni T. das Ding jetzt holen? Wir werden es jetzt sehen. Wahrscheinlich nicht mehr. Wir sehen es in der zweiten Folge vom Finale. Bis gleich.